Uhr. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Revisto Wrap-Up. Digitale Kollaboration und als Bilddokumentation ist das Thema. Mein Name ist Sascha Kühne. Ich begleite und moderiere Sie durch die nächsten 60 Minuten. Und bevor wir ein bisschen tiefer in die Agenda einsteigen, vielleicht noch ein, zwei Worte dazu, was ein Wrap-Up eigentlich ist. Das ist vielleicht nicht jedem ganz klar. Die Wrap-Up-Serie war ursprünglich von uns geplant als Vor-Ort-Veranstaltungsreihe bei unseren Kunden, zusammen mit unseren Kunden für Interessenten und Kunden. Und aufgrund der aktuellen Geschehnisse wurde das Ganze dann auf eine digitale Serie umgemünzt. Und jetzt kann man sich das am ehesten vorstellen wie ein bestimmtes Webinar-Format, was wir in regelmäßigen Abständen durchführen, in welchem wir meist mit mehreren Kunden unterschiedliche Revisto-Use-Cases beleuchten. Die Kunden stehen im Vordergrund, die Use-Cases stehen im Vordergrund. Und so ist es auch heute, digitale Kollaboration und S-Bild-Dokumentation. Zwei spannende Themen, zu denen wir hochkarätige Gastsprecher gewinnen konnten. Ich bin sehr froh darüber, dass wir heute den Jörg Junge-Deitering dabei haben von der Diconex GmbH. Und Jörg wird uns gleich, nachdem ich uns alle begrüßt und ein bisschen eingeführt habe, etwas dazu erzählen, wie die Diconex S-Bild-Dokumentationen und Kontrollen mit Revisto und Navis-Scannern durchführt. Und es ist generell immer so, wenn Reality-Capture-Daten ins Spiel kommen, dann ist das immer ein spannendes Thema. Das ist immer was fürs Auge. Und mit Jörg haben wir da einen Experten, der da gleich ein bisschen was zu zeigen wird. Ne? Und darüber hinaus ist das auch noch ein Alleinstellungsmerkmal im Bereich der integrierten Kollaborationsplattform von Revisto, wie wir diese Daten mit ihren BIM-Daten koppeln. Danach, im Anschluss, werden wir Patrick Schürmann und Matthias Lichti, unseres guten Kunden Hefty Hess Martignoni, hören. Und Patrick und Matthias werden das Connected BIM-Konzept der HHM-Gruppe vorstellen. Und ich hatte vor 2 Tagen schon mal das Glück, ein bisschen in die Präsentation reinschnuppern zu können. Und ich möchte nicht zu viel verraten, aber das werden kurzweilige 20 Minuten. Im Endeffekt zeigen Patrick und Matthias, wie die HHM Revisto in unterschiedlichen Anwendungsfällen verwendet. Im Anschluss haben wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit für eine Frage-Antwort-Runde. Da haben wir nochmal, sitzen wir nochmal alle am runden Tisch. Und hier gleich ein bisschen was zum Housekeeping. Wenn Sie Fragen haben, würde ich Sie bitten, posten Sie die unten in den Frage-Antwort-Bereich. Es gibt in der Zoom-Leiste, finden Sie einen F&A-Knopf. Dort gehören die Fragen hin. Und dort geht dann auch nichts unter. Und dort bleibt keine Frage unbeantwortet. Und dass das so ist, habe ich mir ein bisschen Verstärkung mitgebracht mit meinem geschätzten Kollegen Enrico Ferraro. Enrico und ich werden dafür sorgen, dass alle Fragen heute beantwortet werden. Und bevor ich das Wort jetzt an Jörg übergebe, möchte ich noch ein ganz klein bisschen was dazu sagen, was eine integrierte Kollaborationsplattform eigentlich ausmacht und warum man so eine Plattform nutzen sollte. Das ist hauptsächlich für die Zuschauer, die noch keine Berührung mit so einer Plattform hatten oder auch mit Revisto hatten. Und eine integrierte Kollaborationsplattform hat verschiedene Merkmale, die sie mitbringen muss. Und 2 Hauptmerkmale stecken schon in dem Ausdruck selbst. Zum einen, dass es sich hier um eine Plattform handelt. Revisto ist kein Plugin, Revisto ist keine Website. Revisto benötigt auch keine teuren Autorensoftware-Lizenzen, sondern Revisto ist ein Standalone-Produkt, welches sich als neutraler Hub über ihr Projekt legt. Und diese Standalone-Fähigkeit macht es uns beispielsweise auch möglich, uns losgelöst vom Autorensystem zu bewegen, macht es auch möglich, komplett offline zu arbeiten und die Daten beispielsweise als auf dem Tablet mit raus auf die Baustelle zu nehmen. Und so begleiten wir das Projekt, angefangen in einer frühen Designphase, von der Planung über die Ausführung bis hin zum Betrieb. Und ein weiterer wichtiger Punkt steckt ebenfalls schon im Ausdruck, nämlich, dass so eine Plattform integriert sein muss. Ne? Und auch wenn ich gesagt habe, wir arbeiten losgelöst von den Autorensystemen, so sind wir an den Stellen, an denen das notwendig und sinnvoll ist, doch sehr stark integriert und setzen uns eben als dieser neutrale Hub übers Projekt und vereinheitlichen all diese Daten, ganz egal, wo sie herkommen, ganz egal, ob ihr mit ArchiCAD arbeitet, mit Vectorworks, mit SketchUp, MicroStation, RevUp, diese Daten werden alle in Revisto importiert und dort vereinheitlicht. Und dort stellen wir eben
alle 2D-Pläne da, das 3D-Modell, die nicht grafischen Daten, alle projektrelevanten Dokumente, um in diesem Raum in ganz einfacher Umgebung alle projektrelevanten Tasks zu tracken und zu lösen und gemeinsam zu kollaborieren. Das ist es im Endeffekt, worum es geht. Das ist, was eine integrierte Kollaborationsplattform ausmacht. Und warum wir so eine Plattform verwenden sollen, das überlassen wir in dieser Wrap-Up-Formatserie unseren Kunden. Das können die Kunden viel eindrücklicher präsentieren, als wir das können. Und genau deswegen möchte ich jetzt auch das Wort an dich, Jörg, übergeben. Und ich stoppe jetzt hier meine Bildschirmübertragung und werde auch meine Kamera ausschalten, sodass der Fokus auf der Präsentation liegt. Ja, bitte. Ja, vielen Dank. Ich versuche jetzt mal meinen Bildschirm zu übertragen. Genau, und mache gleich auch meine Kamera aus. So, teilen. Vielleicht mal ein kurzes Okay. Sieht man die meine erste Folie Jawohl. Der Präsentation? Sehen wir. Super. Sehr schön. Dann mache ich nochmal mein Video beenden. Ich hoffe, ich drücke jetzt keinen falschen Knopf. Genau. Hören Sie mich noch? Ja. Laut und deutlich. Super. Ja, vielen Dank für die Einführung und auch die Möglichkeit, dass wir uns hier heute vorstellen dürfen. Wir beschäftigen uns mit Rivisto und Navis, um im Prinzip die S-Bild-Dokumentation und auch die Kontrolle auf der Baustelle durchzuführen und diesen digitalen Zwilling, den wir dort erstellen, auch weiterhin dann in den Betrieb einzuführen. Und da möchte ich heute mal so einen kurzen Einblick geben, wie wir das bei uns machen und wie wir dort aufgestellt sind. Zum einen gehe ich jetzt erstmal ein bisschen auf die D-Connex ein. Wer sind wir eigentlich? Mit wem haben Sie es hier zu tun? Wir sind 2016, wurde die D-Connex gegründet, aktuell 14 Mitarbeiter. Standort ist Hamburg und wir sind part of the family, FIGA Family seit 2018. Das bedeutet, wir haben einen starken Partner, Produkthersteller in unseren Reihen und können da auf sehr gute Kompetenzen auch und auch die Weiterentwicklung der D-Connex zurückgreifen. Wir sind natürlich auch Building Smart Mitglied, also auch seit 2012 beschäftige ich mich mit dem Thema Building Information Modeling und arbeite natürlich auch in den VDI-Arbeitskreisen mit. Wir haben bei uns eine Mission definiert. Wir möchten schnell und für jeden nutzbare browserbasierte Infrastrukturen in 3D zur Optimierung des Betriebs über den gesamten Lebenszyklus erstellen. Und das schaffen wir mit unseren Kompetenzen im Bereich Building Information Modeling, also in der BIM-Beratung, Konzepterstellung für den digitalen Zwilling. Wir haben eine Vermessungsabteilung in unserem Unternehmen und arbeiten mit innovativen und schnellen Methoden, um Gebäude, Baustellen, Bestandserfassungen zu dokumentieren. Und wir haben einen Prozess aufgebaut, der heißt Digital Twinning. Das bedeutet, wir schaffen es von der Baustelle mit der S-Bild-Dokumentation, S-Bild-Kontrolle und die Übergabe und auch den digitalen Zwilling für den Betrieb aufzubauen. Und dafür brauchen wir diese drei Kompetenzbereiche. Auch in der Softwareentwicklung sind wir unterwegs, um im Prinzip als Gesamtdienstleister für die Gebäudedigitalisierung aufzutreten. Unsere Kunden sind sehr namenhaft. Wir haben spannende Projekte gehabt mittlerweile in den 4 Jahren. Dazu gehört die gesamte BMW-Welt, die wir aufgenommen haben und als digitalen Zwilling vorbereitet haben. Auch bei der Deutschen Bahn haben wir verschiedene Aufträge wie einen BIM-Beratungsauftrag, aber auch die Erfassung und Erstellung von digitalen Zwillingen für das Anlagenmanagement und auch im Chemiebereich mit Dow Chemicals unterstützen wir Dow bei der Erstellung von digitalen Zwillingen für die Weiterbildung und Ausbildung von Mitarbeitern. Genau, das ist ein kleiner Einblick in unsere Kunden und wer sind wir eigentlich, mit wem haben Sie es hier zu tun? Und ich würde ganz gerne jetzt direkt in das Thema einsteigen.
Die Fragestellung, ist der Weg wirklich das Ziel, und vielleicht auch mal so eine kleine Prozentzahl durch BIM können die Kosten von Nachträgen um bis zu 40% gesenkt werden. Aber wie schaffen wir das eigentlich und wie funktioniert das? Und wir sagen ganz klar, dafür brauchen wir eine durchgängige und nachhaltige Dokumentation. Und wie das funktioniert, zeige ich Ihnen heute. Warum? Ja, funktioniert das häufig nicht. Das ist jetzt so eine Folie, die zeigen wir bei Kunden, deswegen steht das Sie noch dort. Aber wenn man das mal adaptiert auf das Bauwesen und auf die S-Bild-Dokumentation, kann man ganz sicher sagen, wenn keine Technologien oder innovativen Technologielösungen genutzt werden, geht dann auch die Baudokumentation oder die Projektdokumentation meistens schief. Es werden hauptsächlich analoge Arbeitsweisen genutzt, auf der Baustelle vor allem. Und dazu wollen wir natürlich Lösungen schaffen und Möglichkeiten schaffen, um diesen Prozess weiterzuentwickeln. Und die Projektkoordination ist sehr häufig ineffizient. Und auch dieses Thema möchten wir angehen. Was stellen sich unsere Kunden für Fragen? Zum Beispiel, wie stelle ich sicher, das zu bekommen, was ursprünglich geplant wurde? Da sind wir in der S-Bild-Kontrolle. Welche Daten sind für meine Projekte wichtig und wie stelle ich sicher, dass die Projektteilnehmer auch diese verfügbar haben? Also wir wollen ganz, ganz stark darauf eingehen, wie die Daten verfügbar zu machen, wie können wir möglichst alle Projektteilnehmer mit ins Boot nehmen und auch die Kommunikation aufbauen. Und da haben wir natürlich mit Rivizzo und Navis ja, eine hervorragende Möglichkeiten, weil zum einen können wir die BIM-Daten sehr schön lesen, wir können das mit den Punktewolken überlagern und auch dann nachher im Browser zur Kommunikation und Prozessplanung weiterentwickeln. Und das Wichtigste ist natürlich, wie können wir diese S-Bild-Dokumentation und Kontrolle für unsere Kunden so aufbereiten, dass es den Geschäfts- und Projekterfolg auch sicherstellen kann. Wie funktioniert das? Die S-Bild-Dokumentation, da möchte ich mit anfangen, in kleinen Schritten. Was machen wir da genau? Als Basis für die S-Bild-Dokumentation dienen unsere 3D-Laserscan-Verfahren, die 3D-Laserscans, die Punktewolken. Hier sieht man auf der rechten Seite wöchentliche Scans von einer Baustelle mit Drohnenbefliegung. Da sind wir natürlich jetzt auch mit anderen Technologien schon am Scannen. Die S-Bild-Dokumentation beruht auf mehrfachen 3D-Erfassungen. Das bedeutet, wir müssen kontinuierlich in den Projektverlauf die Baustelle aufnehmen und dann auch zeitnah die Daten zur Verfügung zu stellen, damit die S-Bild-Kontrolle funktioniert. Somit werden eine detaillierte und durchgängige Dokumentation der jeweiligen Bauphasen ermöglicht. Und das ermöglicht uns natürlich dann, mit der Punktewolke Fehler zu minimieren, das Planungsmodell abzugleichen und im Prinzip in die S-Bild-Kontrolle einzusteigen. Wie funktioniert unser Vermessungsprozess? Der soll natürlich einfach sein, weil unsere Kunden sollen da eigentlich nicht viel von mitkriegen, außer die Ergebnisse dann zeitnah zu bekommen. Und deswegen organisieren wir uns auf der Baustelle erstmal, wir machen Begehungen, stimmen mit den Bauunternehmen, mit den Bauherren die Terminpläne ab und setzen dann erstmal Messpunkte, sodass wir eigentlich während der Vermessung später ja, nur noch wenig Zeit investieren. Wir laufen dann schnell über die Baustelle, nutzen die Slam-Anchor oder ja, Vermessungspunkte dazu, um im Prinzip ja, die Baustelle nachhaltig aufzunehmen und auch die Daten schnell wieder zusammenführen zu können. Und dann geht es im vierten Schritt ja, in die Weiterverarbeitung der Daten. Daraus entsteht im Prinzip das browserbasierte Modell, wo ich gleich reinkomme, für den digitalen Zwilling auch später und natürlich die Daten für die S-Bild-Kontrolle. Genau, das ist so der Prozess, den wir auf der Baustelle haben. Wir wollen natürlich einen ganzheitlichen Prozess aufbauen und den Kunden damit nicht sehr beschäftigen. Das sind natürlich dann Abstimmungen mit den Bauunternehmen, wenn wir auf die Baustelle kommen,
stimmt man einmal den Termin ab, beziehungsweise in der Regel sind das dann in den Projekten einmal die Bestätigung zu bekommen, dass wir an den bestimmten Tagen dann auf die Baustelle kommen. Genau, welche 3D-Vermessungssysteme nutzen wir dazu? Das ist einmal ein Mobile Mapping System von der Firma Navis. Das ist ein Trolley und jetzt demnächst auch das VLX, also ein tragbares Gerät. Und da sind wir mittlerweile auf Genauigkeiten von ja, unter einem Zentimeter und die ermöglichen uns dann sehr, sehr schnell und sehr viele Daten zu generieren in kürzester Zeit. Auch wenn wir in Industriebereichen sind, beziehungsweise enge Baustellen haben, wo wir dann mit den Geräten nicht klarkommen, mit dem mobilen System, dann nutzen wir TLS-Scanner, um dann auch hochgenaue Modelle aufzunehmen. Und was wir gerade schon gesehen haben, die Drohnenbefliegung für den Außenbereich, aber auch, ja, wir würden es tatsächlich sogar täglich hinbekommen, die Baustellen zu befliegen, sodass man extrem schnell die Daten danach nutzen kann, um den Baufortschritt sehen zu können. Die Totalstation ist dann dafür da, um diese einzelnen Daten zusammenzubringen, die Vermessungspunkte aufzubauen und natürlich auch nachher die Georeferenzierung sicherzustellen, wobei da auch GPS-Vermessung dann zum Tragen kommt. Genau, fangen wir an mit der S-Bild-Dokumentation. Die S-Bild-Dokumentation bildet die Grundlage für den Abgleich der Realität mit der Planung. Und auf der linken Seite, oder jetzt sehen wir in diesem Bild im Prinzip die Erfassung. Wir haben das browserbasierte Modell mit der Punktewolke und wir haben die Panoramabilder, die wir erstellen, die im Prinzip ja hochrealistisch, fotorealistisch die Realität auch widerspiegeln. Und wir greifen im Prinzip auf diese beiden Ergebnisse, die aus der Vermessung kommen, dann zu und wollen diese sinnvoll in den Prozess einbauen. Genau, dazu kommt dann im Prinzip das Planungsmodell, das Ausführungsmodell, was wir in der Regel von dem Kunden bekommen, um dieses dann mit der Punktewolke zu überlagern und dort dann auch den S-Bild-Kontrollprozess anzustoßen. Was ist die S-Bild-Kontrolle? Wir sehen es hier in diesem kleinen Bild. Im Prinzip wollen wir damit Mängel aufzeigen, effiziente Prozesse darstellen, auch die Mängelbeseitigungsprozesse. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und natürlich ist das eine hervorragende Beweissicherung, um im Prinzip mit Banken, Versicherungen und so weiter auch da in die Gespräche reinzugehen und dort sicherzustellen, wann wurde was wie gebaut. Man sieht hier jetzt schon, leider haben wir das Projekt hier im Rohbau, die Punktwolkendaten, die ich da heute nutzen kann. Leider haben wir da nicht so viele Unstimmigkeiten gefunden, was die geometrischen Daten angeht, aber man sieht hier schon so ein bisschen, dass die Punktewolke und die Stütze nicht komplett übereinander liegen. Das sind so 10 cm Abgleich und in dieser S-Bild-Kontrolle funktioniert es eigentlich so, dass wir ja im Moment noch manuell durch diese Gebäude gehen, aber halt in dem Revizo dann auch die Möglichkeiten haben, die Stempel anzulegen und die helfen uns natürlich extrem zur Kommunikation. Wir können in dem Revizo die Punktewolke mit den Planungsdaten abgleichen, können dort Mängel feststellen, können Abweichungen darstellen und in die Kommunikation hineinbringen. Und die Vernetzung zum Navis-System ist dann im Prinzip der nächste Schritt, weil die Stempel, die wir im Revizo anlegen, die kommen dann auch in den browserbasierten Viewer. Hier sehen wir das, können wir dann weitere Informationen hinzufügen. Man kann auch Dokumente mit einfügen, beziehungsweise ja, wollen wir das noch weiter aufbauen, dass wir die Dokumente auch mit dem Revizo dann auch teilen können. Jedoch ist dieser Navis Viewer für uns das System, mit dem wir ja wirklich mit allen Teilnehmern, mit allen Beteiligten einfachst und ja über die fotorealistische Darstellung auch extrem sinnvoll kommunizieren können, die Prozesse organisieren können. Und da sind wir jetzt
in diesem nächsten Bild. Also die Prozessplanung für zum Beispiel die Mängelbeseitigung. Wir haben die Navigation mit in dem System und wenn wir im Prinzip den Prozess der Mängelbeseitigung mit den Bauunternehmen planen, können wir zwischen den einzelnen Punkten die Navigation aufbauen. Wir können den Handwerkern genau zeigen, wo welche Mängel beseitigt werden müssen. Die sind eindeutig und auch auf der Baustelle kann man dann diesen Browser auf dem mobilen Endgerät öffnen, kann durchaus auch die Navigation dann nutzen. Ich kann nochmal sehen, wo muss ich denn eigentlich langlaufen, in welchem Geschoss ist das, ist dieser Mangel und so weiter. Das ist natürlich ein Use Case, diese Mängelbeseitigung, die wir haben. Und es gibt noch einige weitere, weil gerade diese Erstbilddokumentation ist natürlich auch extrem spannend nachher für den Betrieb. Unser Ziel ist es eigentlich, mit dieser Erstbilddokumentation ein Modell aufzubauen, einen digitalen Zwilling aufzubauen, der später im Betrieb genutzt werden kann. Weil wenn wir das auf der Baustelle häufiger machen, die Erfassung in diesem Projekt, was ich heute zeige, machen wir das im Prinzip in 4 Phasen. Das bedeutet den Rohbau, jetzt den TGA-Ausbau, dann kommt demnächst die Fertigstellung bzw. der Ausbau und dann die Fertigstellung. Das sind die 4 Phasen, in denen wir dieses Gebäude digitalisieren. Wir haben ein anderes Projekt, wo wir tatsächlich alle 2 Wochen mit dem mobilen Endgerät und mit dem mobilen System durch das Gebäude laufen und immer dort den aktuellen Stand aufbauen und das dann auch den Bauunternehmen und dem Bauherrn zur Verfügung stellen. Und in Rivizto können wir dann im Prinzip die Daten mit übereinander lagern. Genau, diese 3 Schritte, diese 3 Folien, die ich jetzt gezeigt habe, zeigen im Prinzip so ein paar Eindrücke, wie wir diesen Prozess aufbauen. Als nächstes haben wir ein Video vorbereitet, wo wir das noch mal genauer zeigen müssen, zeigen möchten. Das bedeutet, wir haben jetzt zum einen hier das Modell überlagert mit der Punktewolke. Wir können das natürlich im Rivizto dann auch steuern. Was wollen wir sehen? Wir können uns da durchbewegen. Genau, dann können wir die Punktewolke einschalten. Und haben damit dann im Prinzip auch georeferenziert die Modelle überlagert. Jetzt haben wir hier ein paar Beispiele angelegt für diesen Vortrag heute, wo wir im Prinzip Mängel definiert haben in dem Projekt. Man kann natürlich diesen Pendenz-Tracker dann nutzen, um die Mängel im Prinzip darzustellen. Wir haben Stempel angelegt, haben Informationen dazu angelegt und jetzt kommen wir im Prinzip zu dem Link, zu dem Navis Viewer, den wir dort mit eingebunden haben und springen von da aus dann direkt in den Navis Viewer, wo wir dann auch wieder diesen Stempel sehen können. Man kann den dann anklicken, kann Informationen dazu weiter abrufen, kann auch darüber kommunizieren. Wie gesagt, die Schnittstelle zwischen diesen beiden Systemen ist in der Entwicklung. Was wir dann weitermachen können, ist, dass wir auch hier millimetergenau messen können, Flächen messen können, zum Beispiel jetzt für diesen Mangel, wo es Betonabplatzungen gab, wie groß ist die Fläche, die bearbeitet werden muss. Und auch diese Maße kann man dann natürlich wieder kommunizieren. Was kann man sonst mit diesem Viewer machen? Man läuft im Prinzip über diese Panoramabilder durch den Viewer. Im Hintergrund liegen die Punktewolken auch wieder, indem man dann messen kann. Wir haben jetzt gerade eine Person gesehen. Wir arbeiten gerade an dem Prozess, automatisiert die Menschen zu verpixeln. Wir gehen natürlich auf die Baustellen, wenn auch Betrieb da ist. Wir können den Prozess nicht dafür, für diese Erfassung stoppen. Das wollen wir nicht. Wir nehmen die Baustelle dann auf, wenn auch Betrieb ist. Wir können nachts nicht scannen, weil das dann dunkel ist und die Qualität daran ja zugrunde gehen würde. Genau, jetzt sehen wir nochmal die Punktewolke.
in den NovisViewer. Und für uns ist dann eigentlich der nächste Step, die Daten, die wir in diesem Viewer hinterlegen und auch die Informationen noch mehr mit dem Revisto zu vernetzen, sodass wir vielleicht auch es hinbekommen, wenn wir hier einen Stempel oder wir nennen das hier Point of Interest anlegen, die dann auch ins Revisto reinbekommen. Genau, das ist der Prozess, den ich Ihnen einmal präsentieren wollte. Der Nutzen dabei ist natürlich die Einfachheit des NovisViewers und die extreme Flexibilität von Revisto, die Möglichkeiten, dort das Mängelmanagement aufzubauen. Wir bauen jetzt sukzessive weiter Prozesse auf, die wir nutzen können. Ich bin ganz gespannt, was wir machen können, wenn auch die 5.0er-Version von Revisto da ist, wie wir uns da weiterentwickeln können. Und ja, wir haben zwei Projekte, zwei spannende Projekte, bei denen wir das durchführen und testen. Und der Prozess ist, denke ich, extrem spannend und auch für die Kommunikation und Organisation von Prozessen sehr sinnvoll. Was ist das? Sehen Sie den Fortschritt? Mängelmanagement im Prinzip hatte ich gerade schon angesprochen. Wir können die Informationen nicht nur in den BIM-Modellen verorten. Gerade diese Stempel bei Revisto sind halt sehr, sehr hilfreich, weil das Pendant im Prinzip zu den NovisViewer darstellt. Fehlererkennung durch die zum einen durch die Überlagerung der Punktewolke. Natürlich sehen wir in den Punktewolken nicht detailliert, wie ist das Modell, wie ist der Zustand. Das sehen wir aber in den Panoramabildern. Und das ist natürlich hervorragend, die da reinzubringen. Das Qualitätsmanagement mit der S-Bild-Dokumentation steigert natürlich auch die Fehlererkennung. Wenn man in dem Prozess, den Bauprozess sich einmal anschaut, haben wir sehr schnell erkannt, dass wir gerade im Rohbau den Abgleich mit der TGA-Planung schon machen können, das im Büro nochmal komplett visualisieren können, die Baustelle, die TGA mit den Punktewolken überlagern können und dann auch sehen, passt die TGA denn wirklich so rein, wie es geplant wurde oder muss ich noch Änderungen vornehmen, weil die Baustelle sich doch dann anders entwickelt hat, als sie vorher geplant wurde. Und natürlich in der Kontrolle, genau, was ich gerade gesagt hatte. Genau, ein Pilotprojekt ist im Prinzip die neue FIGA World, bei der wir das seit letztes Jahr November einsetzen. Wir setzen da verschiedene Softwarelösungen ein, nutzen verschiedene Vermessungssysteme, das mobile Messsystem, wöchentliche Drohnenbefliegung. Wir nutzen TLS-Scans für die genauen Bereiche und Erfassen der unterschiedlichen Zustände des Bauens im Rohbau, technische Gebäudeausrüstung und allgemeine Ausbau und Fertigstellung. Das ist das Ziel, wo wir dann im Prinzip nachher auch einzelne Modelle für den digitalen Zwilling, für die Übergabe in den Betrieb dann bereitstellen. Und auch die Techniker oder die Handwerker und die Bauunternehmen fangen mittlerweile an, die Dokumentation der Baustelle mit den einzelnen Dokumenten komplett in dem digitalen Zwilling durchzuführen. Genau, wenn Sie weitere Informationen oder sich auf dem Laufenden halten wollen, wie sich das Thema weiterentwickelt, sind wir sehr stark in den sozialen Medien unterwegs. Folgen Sie uns gerne dort. Und ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Fragen im Nachgang. Super. Vielen Dank, Jörg. Das war sehr interessant. Das sieht man auch an der Anzahl der Fragen. Es sind einige gekommen. Ich würde die ganz gerne mit ans Ende nehmen, sodass wir jetzt keinen allzu großen Cut haben. Genau. Wir werden auf alle Fragen eingehen. Du siehst den Frage-Antwort-Bereich, glaube ich, auch schon. Da kannst du dich schon mal seelig und moralisch vorbereiten. Und dann würden wir auch direkt wechseln. Komplett anderer Use Case jetzt. So ist das. Nicht immer bei den Wrap-Ups, aber heute ist das so. Und zwar springen wir nach Basel zur HHM-Gruppe und übergeben das Wort an Patrick und Matthias. Ja, vielen Dank, Sascha, für die Möglichkeit, dass wir hier auch unseren Part dazu beitragen können. Ich teile jetzt mal den Bildschirm für unsere Präsentation. Und ihr solltet jetzt eigentlich mein Startbild sehen. Ist das so? Noch nicht, nein. Noch nicht, bei mir zeigt es an, Bildschirm 2, mal schauen.
was da falsch ist. Teilen. Ja, genau. Ja, so. Jetzt kommt was, Patrick. Sehr gut, jetzt sehen wir deine Präsentation. Super. Gut, also auch eben danke vielmal, dass wir die Möglichkeit haben, unseren Teil hier zu diesem Rev-Up beizutragen. Wir werden einige Use Cases bei uns in der HM vorstellen. Es geht um das Thema Connected BIM bei HM. Wie wir mit der digitalen Kollaboration auch zum Projekterfolg bei unseren Projekten gelangen. Mein Name ist Patrick Schürmann, ich bin der Geschäftsleiter der HM Basel und ich werde eine kurze Einführung in das Thema machen. Mein Kollege Matthias Lichti wird anschließend diese Use Cases vorstellen, die wir bei uns nutzen, mit Revisto zu arbeiten. Er leitet bei uns das Kompetenzfeld BIM und ist verantwortlich eigentlich für die Entwicklung und Weiterentwicklung dieser BIM-Themen bei uns. Wer sind wir? Wir sind ein Gesamtgebäudetechnik-Planungsunternehmen in der Schweiz mit 6 Standorten in der Deutschschweiz und wir beschäftigen aktuell ca. 250 Mitarbeiter. Wir arbeiten sehr intensiv mit dem Thema BIM und beschäftigen uns da seit 5 Jahren damit. Wir denken BIM, wir machen BIM und wir sind BIM. Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie unter der Homepage www.hhm.ch, damit ich hier nicht zu lange auf unsere Firma eingehe. Wenn wir schauen, was BIM bei HHM heißt, das heißt, wir arbeiten seit 5 Jahren intensiv an BIM-Projekten und das zeigt sich an der Größe an der Anzahl der BIM-Projekte, die wir bearbeiten. Es sind aktuell 50 BIM-Projekte bei uns im Haus und diese BIM-Projekte, die bearbeiten wir mit 42 BIM-Spezialisten. Darunter sind das 27 Konstrukteure, die im Revit konstruieren. 3 Bauteileentwickler, die eigentlich unsere Bauteile und auch Bauteile für die Branche und für Hersteller entwickeln, damit wir sie im Modell auch nutzen können. Wir haben 6 BIM-Koordinatoren, 1 BIM-Manager, 2 Mixed Reality-Spezialisten, 2 Softwareentwickler und einen BIM-Berater. Wir sehen hier auf diesem Bild auch das größte Projekt, das bei uns im Hause bearbeitet wird. Es ist die Roche oder das Roche-Areal in Basel, hier in Basel. Und da sind wir natürlich stolz darauf. Wir sehen den Roche-Turm 1 und den Roche-Turm 2 im Hintergrund. Ich kann das vielleicht hier kurz mal zeigen. Wir bearbeiten eigentlich in der digitalen Welt das ganze Areal hier um diese Gebäude. Das Roche-Piret-Projekt bildet sich aus diesen Gebäuden hier im Vordergrund und umfasst die Erstellung einer Laborlandschaft für die Roche hier in Basel. Und hinten die 2 Leuchtturmprojekte eigentlich aus Basel, die großen Türme und mit dem Roche-Bau 2 eigentlich auch das größte Gebäude der Schweiz. Wir sind sehr stolz, dass wir dort mitarbeiten können und Revisto hilft uns natürlich, diese Projekte auch managen zu können. Was heißt Connected BIM bei der HHM? Wir verstehen unter Connected BIM die ideale Zusammenarbeit unter den Systemen und deren Anwender. Das heißt, in einer Übersicht hier kann man das sehen, in der zentralen Rolle steht sich natürlich der Projekterfolg und als Basis des Projekterfolgs, das sehen wir hier, ist eigentlich unsere BIM Building 360 Plattform. Wir haben mit Building 360 eine Plattform, in welcher wir BIM Content, BIM Tools und BIM Standards zur Verfügung stellen, welche wir dann nachher in den Projekten auch nutzen. Die eine Seite hier zu erkennen ist Microsoft Teams. Wir arbeiten in der Kommunikation ausschließlich mit Microsoft Teams zusammen. Es stellt uns eine Plattform dar, in der wir sehr gut kommunizieren können, sei es mit Pendenzen im Projektgeschäft oder auch mit dem gemeinsamen Datenaustausch über neben dem BIM-Modell. Als zweiter Punkt sehen wir das hier, das ist Revisto.
welches wir dann halt eben für die Kollaboration nutzen auf der Datenseite im Modell. Die gemeinsame Datenablage, das stellt eigentlich unser Projektraum dar. Konkret, was machen wir? Im Revizto heißt das die Echtzeitkoordination innerhalb des Projektteams, dass alle Projektbeteiligte Zugriff auf die aktuellen Pläne und Modelle haben und dass wir dort drin auch das Aufgaben- und Mängelmanagement bearbeiten können. Die Bauausführung und Überwachung ist ein weiterer Teil, das schließt eigentlich an den vorhergehenden Vortrag von Diconex. Wir nutzen das System auch, um mit Installateuren vor Ort zu kommunizieren und die Bauausführung auch zu überwachen. Im Microsoft Teams dann eben diese Kontaktverwaltung, Protokollwesen, Kommunikation und hauptsächlich Journale, alles was mit der Projektleitung dann zu tun hat. Ja, so stellt sich eigentlich das Ganze auf eine Basis und jetzt schauen wir, wie diese Anwendungsfälle auch umgesetzt werden. Und dazu haben wir 4 Use Cases, die wir vorstellen möchten. Und dafür gebe ich das Wort gerne an Matthias weiter. Und Matthias, ich denke, wir müssen noch die Bildschirm, dass du den Bildschirm bedienen kannst, musst du mich noch anfragen kurz. Ja, das habe ich gleich gemacht. Vielen Dank, Patrick, für die Einführung. Und mittlerweile kann ich da, glaube ich, ja, genau. Also, ja, kommen wir zu den BIM-Anwendungsfällen. Also, wie nutzen wir jetzt eben Revisto im Kontext eben unserer Plattform oder Connected BIM by HM Plattform im Projektgeschäft? Dazu 4 Anwendungsfälle. Der erste Anwendungsfall ist eigentlich der initiale Anwendungsfall, den wir seit Beginn eigentlich, seit wir Revisto einführen, eigentlich einsetzen. Und zwar ist es eigentlich Revisto als Kollaborationswerkzeug innerhalb der HRM. Und wenn wir bei der HRM Projekte machen, gibt es eine Besonderheit. Es ist so, dass wir an den einzelnen Standorten jetzt in der Schweiz haben wir keine Modellierer. Also wir haben keine Revit-Konstrukteure, die jetzt am Standort die Modelle machen. Das heißt, wenn jetzt Patrick Schürmann und sein Team in Basel ein Projekt macht, ein BIM-Projekt macht, dann nutzen seine Projektleiter und Fachplaner eben Revisto, um mit unserem Konstrukteurenteam zusammenzuarbeiten. Das Konstrukteurenteam, das sehen Sie, das ist eben ein Pool aus knapp 30 Konstrukteuren, der zentral ist, oder? Das ist an einem Standort versammelt und dadurch sind die Projektleitung und Fachplaner eben gezwungen, dass sie eigentlich eben Revisto als Kommunikations- und Kollaborationsmittel nutzen, um einmal Planungsaufträge zu erstellen, also mal die initialen Entwürfe werden über Revisto übertragen und dann haben sie Projekt, oder hat das Projektteam natürlich die Möglichkeit, dann eben auch die Pläne und Modelle zu überprüfen, nicht? Unsere Modellierer laden dann jeweils die aktuellen Modelle in der Nacht wieder hoch auf Revisto, so dass der Projektleiter eigentlich tagesaktuelle Pläne und Dokumente hat, die überprüfen kann und wenn es da noch Anpassungen gibt, Änderungen gibt, dann kann er das eben über das Issue-Tracking-Tool von Revisto sehr komfortabel dann eben auch übertragen. Oder wieder also quasi zurück ins Konstrukteurenteam spielen. Revisto nutzen wir aber auch, um, sage jetzt mal, auf die Schnelle IFC-Modelle zu prüfen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, ein IFC-Modell zu importieren. Das nutzen wir auch gelegentlich, oder um, sage jetzt gerade bei Projektbeginn, einfach mal die Qualität der externen Modelle, Architekturmodelle oder die Modelle der anderen Fachplaner zu überprüfen. Vielleicht so ein Blick, also ein bisschen, wie Revisto jetzt eben heute eingesetzt wird, also ein bisschen so Statistik, oder? Also wir setzen Sie Revisto seit ziemlich genau 2,5 Jahren ein, 30 Monaten. Und ich war selber überrascht, ich habe jetzt länger nicht mehr drauf geschaut, aber wir haben mittlerweile, sind über 150 User nutzen Revisto aktiv. Da sind auch zahlreiche externe Benutzer drauf, muss ich sagen. Aber es ist doch beachtlich, dass es sehr stark genutzt wird. Und wir haben mittlerweile über 120 BIM-Projekte, die wir auch eben, wo wir Revisto einsetzen. Auch das, also wir haben gesehen, 50 sind aktiv, oder? Und da gibt es natürlich auch Projekte jetzt wie Roche, sind dann natürlich zum Teil Teilprojekte, die wir in Revisto auch abbilden. Und wenn wir ein bisschen die Aktivität anschauen,
Sie sehen da links unten, also wir haben über 37.000 Issues wurden jetzt erfasst, oder? Das heißt eigentlich auch, dass damit 37.000 E-Mails verhindert werden konnten. Also es wurden 37.000 weniger E-Mails verschickt. Und das Tolle am Issue-Tracker ist ja auch, es ist protokolliert, es ist transparent. Das Projektteam hat, sieht quasi, was passiert im Projekt, kann das transparent verfolgen. Und das ist wirklich ein Werkzeug, das sehr, sehr geschätzt wird und eben auch sehr aktiv genutzt wird. Gut, kommen wir zum zweiten Fall. Das ist vielleicht so eine der klassischen BIM-Anwendungsfälle, wo Revit auch eingesetzt wird, nämlich bei der Koordination im BIM-Projekt. Wir haben hier ein Projekt HEPO, da ist die Situation so, dass wir dort die HLKS-Planung machen. Dann haben wir einen Elektroplaner, der auch Revit einsetzt. Dann der Architekt hat Archicad, der Bauingenieur hat Altplan und dann machen wir da noch die BIM-Koordination. Und das Schöne ist eben auch, dass, sag jetzt mal, in einem Planungsteam, wo ja in der Regel unterschiedliche Autorensysteme eingesetzt werden, dass man die eben auch mit Revisto verbinden kann, sei das, sage ich jetzt mal, direkt durch die Plugin-Einbindung. Also Archicad hat jetzt auch ein Revisto-Plugin, so kann der Architekt so auch die Modelle direkt in Revisto publizieren oder halt dann über IFC, wenn jetzt ein Software-System noch keine direkte Revisto-Unterstützung hat, dann kann man eben IFC verwenden. Und was wir machen im Rahmen der Koordination die Kollisionsprüfung mit dem Solibri. Und das wird ja dann jeweils an diesen Koordinationssitzungen, werden diese Kollisionen besprochen, die Maßnahmen besprochen etc. Und das wird ja dann im Solibri festgehalten und wir nutzen da dann die BCF-Schnittstelle, um dann die Maßnahmen oder um die Mängel quasi zu übertragen ins Revisto. Und im Revisto verwalten wir dann quasi diese Mängel eben zentral und können die dann eben wieder verteilen an die verschiedenen Projektteilnehmer. Und so haben wir quasi auch wiederum eine zentrale, transparente Übersicht über die aktuelle Mängelsituation im Bauprojekt. Und Teams natürlich spielt auch eine wichtige Rolle für die Kommunikation, ist mittlerweile natürlich Teams sehr stark etabliert. Also sehr viele Besprechungen finden ja heute virtuell statt und da nutzen wir in dem Fall Teams. Hier noch ein Einblick, also in dem Projekt nutzen wir zusätzlich noch BIM 360 Docs. Es ist ja seit, ich glaube, etwa einem Jahr möglich, dass man im Revisto auch eine BIM 360 Docs Anbindung einrichten kann. Und hier haben wir jetzt eben die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel eben aus Docs dann eben direkt Zugriff haben und so, zum Beispiel Protokolle, Pläne, Verträge und so weiter können wir auch direkt im Revisto anzeigen, ohne dass wir Revisto verlassen müssen. Da gibt es aus unserer Sicht sicher noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Wir wünschen uns da noch ein bisschen eine stärkere Integration, aber auch schon so ist es sehr gut nutzbar. Eben gerade PDF-Dokumente können da sehr, sehr gut eben dann zum Beispiel gerade im Revisto-Kontext überprüft werden. Gut, kommen wir zum dritten Anwendungsfall. Jetzt kommen wir eigentlich aus der Planung in die Ausführung. Es wurde ja auch bei D-Connection erwähnt, oder? Also wir nutzen jetzt Revisto immer stärker eben auch bei der Ausführungsphase, indem wir eben die Installateure einbinden. Wir haben hier jetzt ein Projekt, wo wir die Elektroplanung machen und da nutzt jetzt eben der Elektroinstallateur Revisto, um, sage jetzt mal, eben auf der Baustelle jeweils immer auf die aktuellen Pläne zugreifen zu können. Das ist eine häufige, sage jetzt mal, eine Herausforderung, oder, dass die Installateure immer die aktuellen Pläne haben, dass sie nicht veraltete Pläne verwenden. Und Revisto ist da natürlich ein sehr gut geeignetes Werkzeug, um eben auf die aktuellen Pläne und Modelle zugreifen zu können. Gibt Ihnen natürlich auch die Möglichkeit, Änderungen oder Vorschläge oder auch Fragen direkt im Revisto einzutragen und dann so mit dem Projektleiter zu kommunizieren. Oder Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, natürlich Abstände zu messen, zu überprüfen. Das wird auch regelmäßig genutzt. Und wenn wir jetzt da auf das Projekt BWL schauen, da sehen wir jetzt hier so einen Installationsplan.
Und dasselbe, also da haben wir jetzt über 2000 Issues bereits erfasst in diesem Projekt, dort wurden erfasst, oder? Und das ist wirklich ein optimales Kommunikationstool, das hier zwischen dem Installateur und dem Projektleiter, da können Sie sich gegenseitig eben Informationen austauschen, Fragen austauschen, Änderungen vorschlagen und so weiter. Und da können wir zum Beispiel das auch direkt dann wieder ins Modell übertragen, um so quasi eben die SPL-Dokumentation dann zeitnah auch zur Verfügung zu stellen. Gut, dann kommen wir noch zum vierten Anwendungsfall. Das Connected BIM bei HM ist bei uns mittlerweile so standardisiert, oder, dass wir eigentlich die Dienstleistung der Modellierung eben auch Dritten zur Verfügung stellen können. Also wir haben den Prozess jetzt so gestaltet, dass wie auch für externe TGA-Planer oder auch für Bauherren und Betreiben im Rahmen des digitalen Zwillings, dass wir diese Modellierleistung anbieten können, eben im Bereich der Planungsphase oder eben auch, wenn es dann fertig gebaut ist, wenn es darum geht, vielleicht die Bauwerke, die digitalen Modelle fortzuführen, dann können wir das quasi als Dienstleistung anbieten im Rahmen von Stundenkontingenten. Und wie da die Zusammenarbeit genau funktioniert, das sehen wir noch auf diesem Schaubild, oder? Also wir haben da auf der linken Seite eben das Planer-Team jetzt zum Beispiel, der TGA-Planer, und der kommuniziert dann quasi mit uns, mit einem Account-Manager. Also wir haben dann immer einen dedizierten Account-Manager, der eben dann für den Kunden zuständig ist, die Kommunikation regelt, die Aufträge verteilt und letztendlich dann eben auch intern mit dem Konstrukteurenteam entsprechend die Aufträge verteilt und koordiniert. Auch das wieder auf der Basis eben von Building 360. Mit Building 360 haben wir Zugriff auf standardisierte Fachmodelle, die natürlich dann auch ergänzt oder erweitert werden können mit sei das Unternehmensstandards oder auch projektspezifischen Standards, aber es bildet eben eine gemeinsame Sprache, einen Standard, also ein Elektro-, ein Heizung-, Lüftungs-, Klimamodell hat grundsätzlich dann immer so die gleichen Grundeigenschaften, Grunddefinitionen, die dann einfach projektspezifisch erweitert werden können. Das ist dann einfach so der Standard und ein wesentliches Element eben unserer Connected BIM bei HM Plattform. Gut, das wäre so der Abschluss von den vier Use Cases und ich würde jetzt zur Zusammenfassung das Wort wieder Patrick übergeben, der so ein bisschen sein Resümee gibt über 5 Jahre BIM-Erfahrungen und Erfolgskriterien eigentlich so im BIM-Projektgeschäft. Danke, Matthias. Ja, wir haben jetzt sehr schnell eigentlich diese vier Use Cases da durchgemacht und das zentrale Element und die zentrale Erkenntnis ist eigentlich, dass das Revisto da geholfen hat, dieses zentrale Bindeglied zwischen den Nutzern und den Systemen zu ermöglichen. Und ja, die Mitarbeiter können schnell eingebunden werden, die Nutzung ist sehr intuitiv und es ist eigentlich ein Erfolgsfaktor für unsere BIM-Geschichte. Wir haben durch Revisto die Möglichkeit, auch dieses Pool-System zu betreiben und das auch sehr effizient zu betreiben. Also das ist wirklich einer der Kernfaktoren, die uns hier in dieser Digitalisierung und in BIM-Modellen erfolgreich gemacht hat. Ja, jetzt darf ich noch sagen, oder, wenn Sie interessiert sind an diesen Use-Cases, an diesen vielleicht auch Dienstleistungen, oder auch nur Fragen dazu haben. Wir stehen gerne zur Verfügung. So auf der Projektebene wäre ich der Ansprechpartner. Und wenn es um diese Modellservice geht, kann man da gerne auf Matthias Lichti zugehen. Und das wäre es eigentlich aus unserer Seite. Und ja, ich denke, Sascha, übernimmst du hier wieder für die Fragebeantwortung. Wie machen wir das? So ist es, genau. Wenn ihr vielleicht oder wenn du vielleicht die Präsentation gerade beenden würdest, dann könnt ihr auch gerne eure Kamera nochmal anschalten. Dann können uns die Zuschauer auch sehen. Und es gibt einige Fragen. Ich hoffe, dass wir die jetzt alle noch unterbekommen. Ansonsten werden sie im Nachgang beantwortet. Ich fange einfach mal oben an. Das ist eine Frage für dich, Jörg. Und zwar, werden die Scans vor dem Revisto-Import aufbereitet? Also wir können sie aufbereiten. Wenn wir den Prozess schnell halten wollen und die Daten zeitnah zur Verfügung stehen sollen, dann machen wir das eher nicht, weil ja die Punktwolken in der Regel oder die Daten oder die
zusätzlichen Bauteile oder Menschen, die in der Regel, oder die Menschen werden sowieso automatisch rausgenommen. Genau. Es liegt an dem Prozess. Wir können die nachbearbeiten für eine automatisierte Prüfung der Punktwork gegenüber dem Planungsmodell wird es in Zukunft mit Sicherheit gemacht werden müssen, aber auch dort ja, arbeiten wir dran, dass wir diesen Prozess noch weiter automatisieren können. Hm. Die nächste Frage geht auch an dich. Wie groß werden die Revisto-Modelle nach dem Import der Scans? Ich glaube, das ist schwierig, so ein bisschen allgemein zu beantworten. Enrico, da kannst du sicherlich auch was zu sagen. Ne? Du bist auch sehr bewandert in dieser Thematik. Ich glaube, das ist ganz stark abhängig eben von der Größe des Scans. Ne? Aber ich überlasse den Experten da mal das Wort. Ja, also du hast schon gesagt, Sascha, Scangröße macht aus. Aber was vielleicht interessant wäre, zur Punktedichte, was habt ihr ja bei euch für Punktedichten, also oder Punktabstände in den Scans? Oder wie groß sind die Punkte? Das ist natürlich abhängig von der Technologie, die wir nutzen. Beim Navis-System können wir das relativ einfach einstellen und da kann man tatsächlich sagen 5 mm Punktabstand, 1 cm Punktabstand. In der Regel arbeiten wir mit 5 mm Punktabstand. Da war auch noch so eine Frage, die in die Richtung, wenn wir TLS-Scanner nutzen, ist die Punktedichte natürlich deutlich höher. Da sind wir dann im kleinen Millimeterbereich, aber auch diese dünnen wir dann in der Regel aus, weil wir die Dichte gar nicht benötigen für die Erstbildkontrolle und auch die Dokumentation. Also wir schauen immer, dass wir die so klein wie möglich halten. Ja. Okay. Wir haben jetzt bei diesem Projekt, was ich gezeigt hatte, war zum Beispiel einmal 120 Megabyte für das Modell, was wir dort eingelesen haben. Das war jetzt nur das Architekturmodell. Und meine Kollegin hat es gerade geschrieben, 2 Gigabyte an Punktewolkendaten. Und wir haben da kein oder 3 Gigabyte sogar. Und wir haben da kein Problem, die Daten ja, zu nutzen bzw. zu verwenden im Revisto. Und genau, ja, also im Endeffekt kann man es, glaube ich, so zusammenfassen, kommt natürlich auf die Größe des Scans an, auf die Dichte der Punkte und mit Revisto 5, welches heute in der Open Beta released wird, gibt es A für Reality Capture noch ein paar schöne Neuheiten und B werden die Modelle deutlich kleiner, die Revisto-Modelle und die Performance stärker, von daher, da gibt es sicherlich dann auch nochmal eine Änderung. Wir nehmen mal eine Frage für HHM. Welche mobilen Endgeräte nutzen Sie für die Nutzung von Revisto? Ja, vielleicht kann ich da übernehmen. Also wir selbst, ja eigentlich, also auf der Baustelle sind es dann die Installateure, die natürlich Revisto nutzen. Und so die Erfahrung zeigt, in der Mehrheit ist es heute, sind das iPads. Wir haben zum Teil auch Surface, die genutzt werden, aber so nach meinem Stand sind das in der Regel jetzt iPad- oder Tablet-Computer, die da verwendet werden. Ja, vielleicht noch ergänzend dazu, wie wir es intern nutzen bei uns. Oder? Bei uns ist die Projektleiterebene arbeitet immer noch mit Desktop-Computern, sind auch ausgestattet mit Surface und da ist die Funktionalität auch gegeben. Also wir arbeiten mit dem Surface, wenn wir mobil sind und auf der Desktop-Station, wenn wir vor Ort im Büro sind. Und da nutzen wir diese Endgeräte. Ja, guter Hinweis. Also gerade bei Projektbesprechungen, Koordinationssitzungen oder so, dann nutzen wir das natürlich auch mobil in dem Sinn und dann sind es dann eben die Integral-Service wichtig. Okay. Wir haben noch eine Frage auch für HM bezüglich der verwendeten Autorentools. Ob ihr unterschiedliche Autorentools verwendet oder ob ihr fest auf Revit, haben wir schon gehört, auf Revit setzt. Ja. Bei uns ist es so, also im 2D-Bereich klassisch wird häufig noch, oder wird in der Regel noch Trimble Nova eingesetzt. Und im 3D-BIM-Bereich ist es eigentlich ausschließlich Revit. Und jetzt hier in diesem Zusammenhang, also mit Revisto, ist es eigentlich ausschließlich Revit. Wir nutzen Revisto eigentlich ausschließlich in Kombination jetzt mit Revit aktuell. Okay. Jörg, haben Sie eine Lösung, um aus den Punktwolken automatisiert Modellobjekte zu erstellen? Sprich, das manuelle Nachmodellieren würde entfallen. Mhm. Also wir machen die Modellierung aus den Punktwolken nicht selber. Da arbeiten wir mit
einigen Partnern zusammen. Da gibt es teilweise schon, ja, ich sag mal, teilautomatisierte Prozesse, gerade was Rohrleitung, TGA und so weiter im Industriebereich auch angeht. Im Hochbau gibt es da auch schon Ansätze, aber da hatten wir jetzt noch kein Projekt, wo das genutzt wurde. Also es ist noch sehr schwierig, was das automatisierte Generieren von BIM-Modellen über die Punktewolke angeht. Immer noch sehr manuell. Gibt schon, seitdem ich in dieser Branche bin, immer wieder Ansätze, auch clevere Ansätze, aber wenn man mal, ich komme aus dem Bereich der TGA, da ist es halt auch oft einfach das Problem, ne? Ich meine, die Rohrleitungen sind in der Regel isoliert, das heißt, ja, du weißt überhaupt nicht, was da unten drunter ist, ne? Und da gibt es sicherlich gute Ansätze und da wird noch viel passieren. Genau, aber, ist auch der Grund, warum wir halt mit am liebsten mit deutschen Fachplanern zusammenarbeiten. Die kennen zum einen die deutschen Standards und zum anderen oder Schweizer Fachplaner, ne? Wir haben ja HM in der Runde, ja? Das wollen wir manchmal beantworten. Entschuldigung. Also genau, weil wir deutsche Projekte haben. Aber sehr spannend, sollten wir nochmal drüber sprechen. Genau. Also für uns ist es halt wichtig, dass Fachplaner an den Modellierungen sitzen, weil die Interpretation dieser Punktewolke und der Daten extrem wichtig ist und natürlich auch mit den Daten, mit den Bestandsmodellen dann häufig direkt weiter geplant wird und den Prozess nochmal das Modell umzuändern und dass der Planer das nochmal anfassen muss und so weiter, den wollen wir natürlich extrem klein halten. Und da, ja, werden wir durch die Standards, durch unsere BIM-Erfahrung immer besser. Genau, da arbeiten wir dann aber mit den entsprechenden Partnern zusammen. Okay. Eine Frage für euch, Patrick und Matthias. Wie tauscht ihr euch zwischen Revisto und Teams aus? Was passiert wo? Gibt es eine Schnittstelle? Ja, eine Schnittstelle. Dass diese Frage kommt, oder? Weil ja, wir haben sie erwartet, oder? In unserer Generalprobe habe ich zu Patrick gesagt, ich kann dir sagen, eine Frage wird kommen, nämlich ob es eine Schnittstelle zwischen Teams und Revisto gibt. Hier ist die Frage und bitte, Patrick, die Antwort. Ja, die Schnittstelle gibt es so noch nicht oder es gibt sie nicht. Und es ist eine gute Frage, oder? Weil inwiefern haben die zwei Systeme miteinander zu tun dann? Für welche Aufgabe nutzt man welches System? Und ich denke, da ist auch die Beantwortung dann einfach. Ja, kann ich da noch was ergänzen? Oder? Also wo wir eine Schnittstelle haben zu Teams, ist zwischen BIM 360 Docs und Teams, also vor allem die Datenablage, oder? Der Datenaustausch ist synchronisiert. Da gibt es seit kurzem so von Autodesk ein neues Werkzeug, da AC Connect oder so heißt das. Da kann man wirklich zwischen SharePoint und BIM 360 Docs, also die Daten synchronisieren. Was auch offen ist, wäre eben, oder was für uns interessant wäre, sind natürlich die Tasks oder also die Issues. Dass man, wenn ich jetzt in einem Revisto ein Issue mache, dass der dann auch mit dem Planner zum Beispiel synchronisiert würde, weil viele Projektaufgaben, die erfassen wir im Planner, das ist ja quasi mehr kommunikativ, Projektmanagement, das wird im Planner gemacht und da wäre es halt gut, wenn wir da eine Synchronisation haben, so dass man quasi an einer Stelle dann immer einfach die Gesamtübersicht hat über die offenen Konstruktionsaufgaben und eben auch offene Projektaufgaben. Also Patrick. Ja, noch etwas ergänzen, oder? Wie nutzen wir dann Teams in den Projekten? Oder wir sind daran, dass wir die Projektinformationen, die unsere Projektleiter auch gebrauchen, die diese Projektablage vermehrt und ausschließlich ins Teams übertragen, damit eben auch die Mobilität zur Verfügung stellt. Es ist immer wie wichtiger, dass wir an den Projektsitzungen möglichst alles auch dabei haben, ob jetzt die Sitzung online ist oder auch vor Ort. Wir haben noch viele Vor-Ort-Sitzungen. Das ist einfach wichtig, dass der Projektleiter auf die Daten zugreifen kann. Und das machen wir intern jetzt einfach mit Teams. Und wenn jetzt eben noch die Aufgabenverwaltung dann zusätzlich ins Teams migriert werden kann, dann geht das in die Richtung von dieser Single-Plattform, die dann einfach auch einfach zum Handeln bei der Sitzung ist. Und das wäre doch eine nützliche Funktion. Ja. Ich würde an der Stelle mal gerne noch einfügen, Matthias, du hast schon gesagt, ihr wünscht euch eine tiefere Integration, die ist schon fest in der Entwicklungspipeline, das heißt, wir werden jetzt nach 5.0, Open Beta ist heute, nach 5.0 wird die Entwicklung starten, es gibt eine tiefere Integration in Autodesk Forge,
Und dann auch ganz andere Möglichkeiten oder vielfältigere Möglichkeiten mit BIM 360 und so vielleicht auch indirekt zumindest eine Schnittstelle zu Teams. Nichtsdestotrotz, die Frage bekommen wir öfter und das ist sicherlich ein Thema, was wir auch mit HRM zukünftig nochmal beleuchten werden. Im Hinblick auf die Zeit würde ich mich ganz gerne zumindest schon mal offiziell verabschieden. Wir bleiben einfach noch in der Session, denn wir haben noch ein paar Fragen, die würden wir noch beantworten. Aber wir wollen offiziell die 60 Minuten einhalten. Diese Session wird auch aufgezeichnet. Und daher sage ich schon mal vielen, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank an unsere Gastsprecher. Das war sehr, sehr interessant. Und ich würde euch bitten, wenn wir einfach noch ein paar Minuten in der Leitung bleiben, dann können wir die anderen Fragen noch abarbeiten.